Okay, es funktioniert. Ah, okay, jetzt läuft es wieder. Ah, okay. Mein UBS hat ja gerade ein bisschen dumm gespuckt. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Brauchst du mir nicht. So, wir spielen das so gegen Bots. Haben wir auch Bots? Selbst das TV aus dem Bot-Bonus. Alles klar, alles klar. Auf geht's! Alle Mann auf Gefechtsstation! So lange mit Nachladen? Na. Viel Glück allen! Ah ja, wir haben den Ping 11 Kilometer. Okay, alles klar. So. Ich glaube, den Flugabwehr haben wir ja auch, oder? Im Nebel, bla bla bla, so nah, Torpedos. Gott, hat er hier oben Flugabwehrgeschütze? Die sind doch Flugabwehrgeschütze, ja? Ah, okay. Ach, Ubuntu darf ruhig jeder haben. Weil man kann ja, ich sag mal, 5 Tage da jetzt. Sind 5 Pakete da, die Super-Dinger da. Und ich habe leider erst heute die bekommen. Tauchen wir mal ab. Alarm! Alarm! Also, ich habe heute meine 5 Pakete. Also, ich hatte ganzen Tag mal gemacht und heute habe ich alle U-Boote bekommen. Achtung, maximale Tiefe erreicht. Maximale Tiefe erreicht. Alleine 80 Meter. Die konnten früher damals über 100 Meter tauchen. Ne? Also. Das ist aber ein Fehler von Wargaming, da würde ich den Support mal anschreiben. Upsala. Da würde ich den Support mal anschreiben, dann ist da ein Fehler unterlaufen. Da. Ey, super! Die Zerstörer haben sich gegenseitig gerammt jetzt, ne? Oh, das ist eine Insel. Da fahre ich ja nicht gegen. Ach, du grüne Neune. Ach, gar nicht drauf geachtet. Nein, nein, also eigentlich hätte jeder die Chance, also jeder hätte ein U-Boot kriegen müssen. Da würde ich den Support anschreiben. Weil es war 4x Kohle, konnte man bekommen aus, damals vor Spezialschiffe, 4x Kohle und dann definitiv die U-Boote. Eigentlich war das der Plan von Wargaming, dass jeder die U-Boote bekommen sollte. So, was gehen wir denn mal rauf? Shit. Scheiße, krieg ich nicht rein. Oh! 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 Upsala. Gehen wir auf Teleskoptiefe. Au, schönes Ziel. Wir haben ein feindliches U-Boot gesichtet. Jetzt müssten die... Oh, die gehen alle rein, die gehen alle rein. Oh, wunderbar, wunderbar. Ah, okay, hätte man nicht alle auf einmal abdrücken sollen. So, Yamato. Na, warten wir mal ganz kurz. Vor 1 Minute 20 ist ja ganz schön heftig jetzt hier. Aber hab was bei der Kapitänseinstellung was falsch gemacht. Und der kleine Felix ist da. Der wollen wir mal Rechte geben. Hallo Felix! Hallo. Na, wie geht's? Wie steht's? Weißt du, was lustig ist? Jetzt kommt's. Immer auf Twitch, da sind so englische Streams, ne? Ja. Da kann ich immer angeben, so mit Deutschland und mit meiner Stadt. Und dann sage ich immer so, ja, in meiner Stadt
Da ist der Reichsarbeitsminister gebracht. Du bist auch so. Das stimmt halt echt. Echt, ey. Ja. Genau, gell? Yamato, das ist ein little bit uncool. Kennst du den? Hä? Kennst du den Reichsarbeitsminister? Nee, ich hab mir gehört, das Rückgefecht drin. Ja, ich hab heute bei mir in den Bundles sind jetzt die 10er und die 6er drin. Ja, ich hab auch alle uns bekommen jetzt. Nee, ich mach die aber nicht auf. Ich hab jetzt die 8er noch. Ach, ich krieg sowieso auf Donnerstag die ganzen U-Boote wieder. Wie? Ja, Donnerstag ist schon diverse Gefechte. Ja, kriegt man die dann, oder was? Ja, definitiv welche. Ja, wenn ich jetzt alle einlöse, krieg ich dann am Donnerstag einfach alle U-Boote im Hafen. Ja, definitiv erstmal die 6er, weil dann erstmal diverse Gefechte auch schon gesteckt sind. Also, ja, dann muss ich doch warten, bis ich die auf. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Oh Gott! Unser Team ab Donnerstag sind die dann auch in einem. Ich glaube, für alle verfügbar. Das ist erstmal nur so vorab abgezogen gewesen, jetzt, um das zu testen. Ups, da bin ich auf maximal zufrieden. Bist du dir da sicher? Ja. Haben sie selbst geschrieben. Wir haben doch heute nochmal so ein separates Update draufgepackt. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Wir haben da Update 010. Punkt, 72. Und dann nochmal ein kleines Fix-Update rausgebracht. War da wohl auch hier wegen der Parsival-Tarnung. Ah, oh, echt? Ja. Ist da? Ja, die soll jetzt ab morgen wieder da sein, weil morgen ist der Server ja. Und sogar zwei U-Boote sind vor mir. Thomas. Also von mir aus kann ich ja auch die andere behalten. Ich finde die auch schick. Oh, auch wenn es das Ding nie gab, trotzdem historisch. Was gab's nicht? Die Parsival. Doch, in den Köpfen der Ingenieure, ja. Ja, im Kopf vom Ding gab's auch viel. Wo welchem hast du das vorhin, Österreicher? Ja, da gab's auch den Endsieg. Ah, der ist so weit entfernt, scheiße, kann auftauchen. Gibt's so eine coole Mod für Hearts of Iron bestimmt, Endsieg. Kriegst du dann. Drucken die. Doch sollte ich die U-Boote halt nicht kriegen, sollte in Weltgefecht, das ist mir egal, nämlich Zerstörer. Ja. Hast du jetzt die 10er U-Boote oder? Ich hab alle. Ich hab alle veröffentlicht heute. Echt? Soll ich auch machen? Na mach doch. Aber was ist, wenn man die dann nicht bekommt? Oh, der fährt so ein Zerstörer, jagst die U-Boote. Das ist doch easy. Wollen wir jetzt U-Boote fahren oder was? Ich fahr jetzt U-Boote, ich hab besser. Wenn du im Channel nachguckst, im Swing Channel, heißt das U-Boot halt, ja? Hol ich mir jetzt die 10er, ja? Boah, mach da, so sagt es doch nicht immer. Können wir das Boot spielen? Hä? Das mache ich gerade halt schon. Wer will denn eigentlich die Amis fahren? Mal ganz ehrlich, die interessiert doch keine Sau. Fräulein geht da unten weg. Du, Ost, lieber die. Amy? Kack hier mal, drück ich auf mein Handy, ich fähr die falsche Sachen. So. Ich habe auch Günther Lülchens natürlich schon geskillt auf die U-Boote. Habe ich auch umsehen. Aber irgendwie habe ich da mit der Torpedoskillung einen Fehler gemacht, habe 1 Minute 20 nach der Zeit. Woher ist es normal? Ich habe auch 85 Sekunden. Ja, da habe ich. Das ist doch nicht normal, weil der Zerstörer ist unter 1 Minute mit meinem Zerstörerfahrer. Ach, hier gibt es Ladezeit der Torpedowerfer, kann man noch. Ja, habe ich was anderes genommen. Das weiß ich. Da egal, das werde ich nochmal ändern. Aber man kann nur einmal so ein Skill machen. Also mehr gibt's da auch nicht. Aber weil die U-Boot geht ja nach 2 Tagen ja wieder weggehen oder bis nach 3 Tagen, ja, kriegst du das Geld ja wieder, was du da für die Module ausgegeben hast, glaube ich, oder? Ja, das soll ich wieder kriegen. Ich hab da gar nichts eingebaut. Aber davon das Beste war, also jetzt in der Runde hier, Kleber und Kleber, jeweils 2 Bots, ne? Die haben uns gegenseitig weggerammt. Ich hab grad geskillt, Ladezeit der Torpedowerfer -5%. Jetzt steht immer noch 85 Sekunden da. Na, dann ist vielleicht noch ein Fehler im Spiel. Unser Sieg ist in Sicht. Das ist scheiße. Das ist halt hier schon wieder Diskriminierung, also gleich wieder rummeldern hier. Diskriminierung.
Achso, wenn er gerne mitfahren möchte, jetzt hier, ne? Einfach mich anschreiben im Spiel. Lade ich euch mit ein. Aber dann müsst ihr, glaube ich, könnt alles fahren außer U-Boote nicht, weil dann Felix und ich gerne U-Boote fahren wollen. Oder willst du was, anderes fahren? Als U-Boote, ja, aber ich kann auch, weiß nicht. Wer will denn mitspielen? Weiß ich nicht, wenn einer anschreibt, ja. Weil schauen wir gerade ein paar Leute zu. Erstmal das Bootmusik, das musst du jetzt hier. Ja, auch hätte ich halt reinmachen müssen, habe ich vergessen. Ja, das ist wichtig. Nee, ich nehme es auch auf, irgendwie Copyright und so, kennst du doch. Ja, aber der Schnelle, weißt du so. Ein Konvoi kommen. Ey, das wäre ja noch geil, wenn die so einen Spielmodus rausbringen, so. So eine Unternehmen mit Konvoi jagen. Gibt es doch, gibt es doch. Echt? Das soll hier ein Konvoi, so was ergeben. Kommt sowas? Ja, auch das mit dem Update, wie ich sowas gelesen hatte. Ja, hab ich Bock drauf. Das ist geil. Konvoi, ja. Der muss. Also ein Team muss den Konvoi verteidigen und ein Team muss den Konvoi dann angreifen. Verboten, das wird lustig. Ich freue mich schon drauf eigentlich. Und da muss eben auch nur ein Schiff, um das, also das Team, was den Konvoi der beschützen tut. Da stand auch nicht drauf, wie viele Konvoi, also wie viele Schiffe das sind in einem Konvoi. Da muss eben nur ein Schiff auch durchkommen. Hat das Team, was verteidigt hat, dann auch gewonnen. Und ich hätte gern noch für die U69 eine Premium-Tarnung mit dem Schwertfisch. Oder dass die U96 als 6er Premium kommt. Mit dem Schwertfisch, ja, an der und Seite. Und dennoch mit dem Kapitän dazu am besten noch, ne? Hier, ja, ja, doch, ja, stimmt. Der Alte, wie hieß der nochmal? Ich weiß, wen du meinst, den Obers, den Herr Kaloy. Ja, der Alte, warum der Alte genannt, ja auch. Ja, ich kriege das jetzt. Haben wir ja gleich. Dann noch, oder den als Kapitän, der das geschrieben hat. Ja, und vielleicht noch hier der hier, vielleicht noch hier, Jan Vetter mit reinmachen. Oder Herbert Grünemeyer, ne? Ja! Als besondere Stimme und so, ne? Ey, Herr Martin Semmelrocke, seine Stimme denn hier drin, ne? Ja, super! Ey, das wäre geil! Oh! Das wäre geil! Von Martin Semmelrocke denn die Stimme hier drin. Oh, das würde ich so feiern! Aber ich glaube, sowas wird hier Wargaming nicht kommen. Ey, aber das wäre hammergeil. Da würden so viele Leute das Spiel anfangen, ich sag's dir. Wenn die da richtig geil Werbung machen, oh ja. Da bräuchte ja Wargaming hier keine scheiß Vorabzüge mehr machen, weil so viele neue Leute kommen. Aber das machen die trotzdem, ne? Pass mal auf. So, und gewonnen. Und dann als Hafen noch La Rochelle, Alter. Das, dann wäre ich. Oh. Das wäre ja geil. Stell dir das mal vor. Und dennoch vielleicht eine extra Mission mit Gibraltar da, ne? Ja, ja. Mit den Flugzeugen, die dann angreifen. Alter, die KI, der KI Petro, ne? Pavlov, ne? Hat 112 Flugzeuge abgeknallt. Mal wie. Kapitän. Heinrich Lehrmann-Willenbrock. Kann sich ja kein Mensch merken. Aki Plenger hat ja gewonnen, ne? Hast du ja gesehen, ne? War das der Heinrich Lehrmann-Wildenburg? Von U96? Ja, Nee, warte mal, hieß anders, aber kurz nachgucken. Ja, der muss doch. Geh mal rauf. Bekannt geworden ist er vor allem durch das Vorbild des Alten. Wie in seinen Büchern das Boot, die Festung und der Abschied Kapitänleutnant von U96 nennt. Also anscheinend war das. Vorname war. Also der richtige Name ist. Jürgen Pochow. Genau, das ist der, hieß denn aber einmal. War das vielleicht den Kaloy, den wir hier suchen? Aber... Filmportal, warte. Der Regie, der Zusatz, Wolfgang Zusatzkamera, bla bla bla. Ist der nicht gestorben dann? Wenn der. Der Kapitän? Ja. Ja, der ist gestorben hinterher. Ja, aber steht hier 1986 verstorben. Ich dachte, der ist da gestorben, als das Ding da in den Hafen eingelaufen ist. Ja, im Film. Ja, siehst du es bloß erfinden, oder was?
Krawatte. Nee, der hat doch noch. Der hat doch länger. Ja, weil, der hat viel länger steht gelebt. Hier auch, dass er länger gelebt hat, aber ich dachte, er ist dann gebrochenes Herzens gestorben, weil sein U-Boot untergeht. Ja, der wurde irgendwie durch den Luftangriff da irgendwie auch schwer verwundet. Ja, das kann sein. Ja, egal, jetzt guck ich nachher mal nach. So. So, jetzt aber richtig mit Alarm und allem. Okay. Das macht doch Spaß. Okay. Richtig laut ins Mikro schreien einfach. Ja, ja, ganz ruhig. Sagte, wenn ich ihn zerstöre, sehe Alarm! Ja, wieso gegen Boss, glaube ich? Guck mal, wie wenig Leute gerade online sind. Die wollen alle U-Boote spielen. Glaube ich, du müsstest das. Ah, nee. Du kämpfst immer gegen Boss. Das ist ja kacke. Ja, leider. Und leider geht es auch nicht in den Übungsraum. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Du nimmst das U-Boot, ich nehme das Zerstörer. Ich mach dich dann noch fertig, Alter. Na, nee, ist klar. Ja, wirklich, mit U-Boot, ich tauche dann auf Maximaltiefe. Ach. Gab's nicht damals noch ein Verbrauchsmaterial, wo man so ein bisschen tiefer tauchen konnte noch? Ich glaube, die Amis haben das noch jetzt hier drinne. Glaube ich. Ich dachte, das hatten damals noch die Deutschen, glaube ich. Ja, die haben immer alles umgeändert. Also, allein auch hier. Ich fand's damals. Tauchtiefe ist auch hier ein bisschen unrealistisch. Tauchtiefe, warum? Ja, 80 Meter. Ich konnte die damals nur 100 Meter. 120 Meter tauchen. Offiziell. Ja, ja, 200 geht schon. Also, aber gut, hätte Wargaming die Karten noch viel anders, noch ganz anders machen müssen. Wir fahren mitten durch. Ich hätte gern echt so einen Schwertfisch hier. Weißt du, so richtig, das wäre doch geil. Ja, wenn die so kommt das ja das Boot-Event machen. Ja, man sich das Ding erspielen kann als Premium und dann... Ja, wer weiß. Aber ich finde es ein bisschen schade, wenn Wargaming wirklich nur diese drei Schiffe hier rausbringen würde. Sechs. Es kommen ja noch die anderen da rein und du musst wahrscheinlich ewig viel EP sammeln dafür. Das ist dann auch wieder. Also, das sind wir komplett, da haben wir jetzt von Stufe 4, da wieder 4, 5, 6, wirklich alle Stufen reinmachen. Weil, na klar, es gab halt nicht so viele Varianten von U-Booten, aber die wurde halt ja damals benannt, durch die Umbauten und so, ja. Ja. Ja, dieses ja Typ A. Typ 7C, Typ 7B, Typ 7A, so Zeug. Ja, ja, genau. Dann gibt's noch die Typ 8, Typ 9, Typ 11 haben wir hier, glaube ich, oder? Oder Typ 12, was das hier ist. Da müsste 12 sein, Typ. Nee, Typ 7 müsste es sogar sein. Das hier? Ja. Nein, Typ 7 ist ja der 6er. Das hier ist Typ 12, glaube ich, oder Typ 11 oder so. Warte mal. Also schon ganz weit. Deutsche. U-Boote im Zweiten Weltkrieg. Wikipedia weiß doch alles darüber, weißt du? Ja, ich habe ja auch geguckt. Also Typ 7C ist die U96. Auch die U69. Fünfte Phase, italienische U-Boote in der Atlantik. Aha, interessant. Italiener, die hatten doch bloß Torpedos als U-Boote. Ist halt echt so ein. Ja, ich kann es nicht nachgucken, wenn ich im Gefecht bin. Auch nicht so. Hat einer Torpedos? Nee, ich muss dann halt gerade angehört, ob meine Torpedos schon abgeschmissen hätte. Leider ist halt das hier nicht so spannend wie in einer echten Runde so. Ja, weil es halt Bots sind, ne? Ja, weil halt wenig auch noch. Da geht's halt halt. Aber hier guck doch mal, 3 gegen 3 U-Boote, ja? Und ein Zerstörer. Wir haben uns ja gut drüben. Oh, ich bin entdeckt. Warte. Warte. Alarm. 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 Tauchen, tauchen, tauchen. Hallo. Ich kann die Insel mit dem Kack-Ping treffen. Nee, ja, kannst Insel, aber geht nicht vorbei. Naja. Zwei Torpedo jetzt. Wir beide auf. Ich ist auch so dicht raus. Gewesen. Ah, was für dicht, mein Torpedos geht vorbei. Torpedos auf Backbord! Ja, nee, du musst tauchen. Tauchen, tauchen, tauchen. Oh, scheiße, Wasserpop. Ah! 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 Ah!
Quadraten. Sein Leben ist tot. Okay, wunderbar. Auftauchen. Problem gelöst. Wir sind hier im Auto gerade. Bleib mal auf 38 Meter. 34. Echt? Ich muss auch 50 Sekunden warten, bis meine Fische geladen sind. Auf 20. Oh, wir haben auch eine Yamato über mir. Hat man denn jetzt vorne die Werfer alle? Ja, das nur vorne. Leider. Ich dachte, hinten ist immer einer noch. Ja, beim 8er hast du das noch. Aber die hatten das damals nicht mehr gehabt. Ich find's so ist geil, das so geil, hier schön unter Yamato lang zu fahren. Oh, scheiße, da ist ein U-Boot. Hä? Da ist ein U-Boot. Oh ja. Das, der haut alles. Scheiße, oh Kacke, oh Kacke, das ist ja schnell. Das ist. Oh, du mich. Ah, warte, ein Programm. Hä? Höhlenbruch, Wasser dringt schnell ein. Abtauchen. Problem gelöst. Das sieht aus. Geil. Maximaltiefe erreicht. Das muss man in der Clip hier, das ist ja. Oh, das war die Suche. Ich hab das genau gedeckt. Wie hoch denn hier? Wie viel Batterie habe ich noch? Wo sehe ich das überhaupt? Ach, da. Ah, jetzt. Unser Team hat die Führung übernommen. Hau so nah Pings raus. Ah, okay, wir haben was tot. Achso, ich denke, das ist der falsche Richtung eigentlich. Ich muss jetzt U-Boot-Kampf machen, Carsten. Mach das mal. Ich will die Moderna. Ich möchte mal ein bisschen Damage durch voraus. Und. Scheiße, ich lenke so weit rüber. Jetzt krieg ich ihn. Jawoll! Ja, Doppelpink. Torpedos auf Backbord. Ja. Ja, oh, sehr deadly. Ich sehe jetzt. Scheiße, hätte man Pink mal dran. Ist das noch ein Foto? Also, wir müssen jetzt unter Wasser bleiben, ein bisschen irgendwie. Will ich gar nicht mehr. Ich tauche mal wieder weiter hoch. Du bist hinter mir direkt. 2,4 Kilometer. Mach mal dein Stück weit P. Ja, ja, so ein. Naja. Ja, da hinten, ich muss die. Scheiße, ich muss rückwärts fahren. Ja, Martin, die Montana kommt verdammt nicht dran. Ah ja, komm weg. Ja, die ist direkt über mir, die feindliche. Ja, ich auch. Hier, warte. Die Montana ist auch direkt über mir. Versuch die gleich zu treffen. Hin daneben auf 2 Kilometer. Und ich kann Torpedos nicht abwerfen, weil ich nicht dran bin. Das ist. Warte mal, ich mag es hier. Jetzt tauche ich auf. Bist die Ramme? Nee. Weiß ich, hab ein Torpedo. Oh nee, bin gerade aufgetaucht und ging die drauf. Ich wollte Torpedos abwerfen. Unser Sieg ist in Sicht. Batterie anmachen. Neue? Ja. Ist dein abgelaufen? Ja, die austauschen müssen wir sich. Können wir mich überbrücken? Hallo? Ah, die ist auf 80 Meter. Okay, dann. Jetzt warte, ich drehe hier. Wendekreisradius von der Konka, ich sag's. Ja, da Arschtorpedos. Was soll denn das? Scheiße, die ist auf 80 Meter, die kann ich nicht torpen. Muss ich wieder runtergehen. Das ist ja ätzend. Jag die Balau jetzt, den Scheißami. Der sieht eh so hässlich aus. Rammst du? Den jage ich. Achso. Ah, kriegst du es. Die Fresse, Alter. Oh, gerade abgeworfen, mein Toupet. Du bist ein Arschloch. Unser Sieg ist in Sicht. Achtung, maximale Tiefe erreicht. Das Ding anmachen, ich sehe gar nichts. Das Auftauchen. Das soll nur sein, dass man die U-Boote sieht. Da hinten die Kämmer. Holen wir uns noch. Wie immer die Kämmer. So ein paar Punkte. Oh, ein Schussende. Ich wollte nur auftauchen, so cool, so weißt du. So richtig cool auftauchen, ne? Alter, das ist. Das ist ein Korbgefecht, das ist echt. Nee, also das. Ich hätte es gern halt nicht mit C
10 Spielern oder was das hier sind, sondern mit ach, das ist viel zu wenig. Ja, es ist auch viel zu wenig. Und auch dann noch, dass es Bots sind und so eine Kacke. Also das ist echt nicht so geil. So, jetzt nehme ich meinen Zerstörer. Ich will die jetzt mal jagen. Gewertete, die sind, glaube ich, die sind dann lustiger. Oh, die könnten richtig Spaß machen. Ja, die U-Boote vor allem da drin. Ja. Das wird. Mein Kapitän muss ja mal schnell hier. Weil da muss man dann auch ernsthaft mal nachdenken. Ja, da kann man nicht einfach reinfahren. Ja, hier ist es ja einfach nur YOLO rein und ja, fertig und, ungefähr. Und ja, das ist halt nicht schön. Ich glaube, da kann man auch dann richtig Damage machen in den Werten. Neue Lieblingsklasse, glaube ich. ich glaube, also die Deutschen, die muss man im Hafen. Nehme das hier mit. Das ist ein Muss, ne? Naja, deutsche U-Boote im Hafen, mindestens den 6er. Das weil, definitiv, also da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, nee. Weil, so. Also die anderen, die kannst du ja in die Tonne treten. Die Deutschen, die sind natürlich die Guten halt. So, die Flagge nehme ich raus. Ich brauche ja keine Flaggen da drin, echt, ey. Wie normal aus hier. Nee, ich habe da gar nichts mit. Keine Ausbauten, keine Tarnung, weil das lohnt sich hier einfach nicht. Du kannst auch mit dem sowas, also. So. Und jetzt gehen wir auf U-Boot Jagd. Das hat sich krank angehört, ich weiß. So. Und sonst so, wie lange hast du noch Ferien? Ein paar Wochen. Ein paar Wochen. Also schon so 4 Wochen. Weiß gar nicht mehr, ne? So lange ist. Ne, merkst du gar nicht mehr, ne? Wie lange du noch hast und so. Ne, merke ich wirklich nicht mehr. Und bist du auch dicker geworden, ne? Seit 3 Wochen nicht mehr geduscht, ne? Nee. Abgenommen. Abgenommen, an der Schulter aber nur, ne? Nee, am Bauch. Ah, ja. Oder weiß ich nicht wo. An der Gehirnmasse, glaube ich. Du lernst ja gerade nichts mehr. Oh, wir haben einen Rosener. Was soll ich denn noch lernen? Weiß ich nicht. Ah, 3 U-Boote, ich mach die alle platt hier. Oh, ne, Doppelthalat haben wir da drüben. Das ist aber ätzend. Aber wir bleiben bei 10, ne? Ich fahr jetzt wieder nach Beran. Ich will U-Boote jagen jetzt hier. Ich bin U-Boot jagen. Aber wir fahren jetzt nicht den ganzen Tag hier U-Boote, weil. Nein, wir fahren ja gleich normale Gefechte. Wir können auch nicht Clan-Gefechte machen. Keilerei oder was? King Rob. Ne, Keilerei? Ne, normale Clan-Gefechte. Und brauchen wir da nicht ein paar mehr Spieler? Ja, die holen wir noch. Action Stations. Man braucht aber jetzt nur wieder 3 Spieler und den Rest kannst du mir sollten, dass wir dicht machen. Ja. Bestimmt so ein paar Söldner, die wir hier holen können. Ach, dein U-Boot sieht so süß aus. Ah, ich schieße dich mit dem Sonarping ab. Boah, ey! Ey, geil, ich schmeiß die Wasserbomben vorne ab. Siehst du, was ich vorhin mal gedacht habe? Was ist dieser komische Werfer? Das sind ja die Wasserbomben. Alter, das. Ich hab damals nicht. Ich weiß mir ja, das sind ja so U-Boot-Anti-U-Boot-Waffen, aber dass da Wasserbomben reinkommen, hab ich nicht gedacht. Ah, doch, hatte ich schon irgendwie gedacht. Ach, scheiße, dass du die Seite nicht abwerfen kannst und nicht hinten. Das geht nur bei Deutschen, die haben hinten und vor an der Seite. Cooldown? Was meint ihr, ist der Cooldown, der ist bei den Wasserbomben? 40 Sekunden! Das ist ja geil! Rotz, 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 rotz! Ah, hol die Fliegerlierrotte! All stations, reporting the position of a strategic target. Normal alert. Enemy aircraft carrier sighted. Und das ist noch eine Halle. Hä? Torpedo support. Engine damage. Assault, sir.
scheiß Arschloch. Ah, Scheiße, das sind Torpedos! Scheiße, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Nein. Doch. 500, 400, Wasser Einlauf leider. Scheiße. Ah, komm, ich bin tot. Tut mir leid. Vom U-Boot. Nein! Wie peinlich, das ist peinlich. Scheiße. Oh Gott, ich mach dir alle fertig. Scheiße, da war ja doch. Oh, das U-Boot hab ich gar nicht gesichtet. Na, kannst du ja mir zugucken, wie man U-Boot fährt. Wo bist du überhaupt? Da unten. Alarm. Alarm! Tauchen, tauchen, tauchen! Heute muss irgendwo ein U-Boot auch sein, ne? Kannst ja mal deinen Ping einmachen hier, dein Hydro. Ist schon an. Ah, da ist es doch. 40 Meter, 30 Meter fährt von dir. Torpedos bringen nichts, ne? Du musst irgendwo Kilometer Abstand haben. Ich zeig dir, dass die was bringen. Taucht auf. Ah, nee, der ist auf. Der ist 3,5 entfernt. Der ist auf 4 Meter, 5 Meter Tiefe. Der hat sich festgefahren. Oder? Ach ja, und hinter dir ist der Mond. Nice. Und da ist so ein. Du hast beide U-Boote hier. Beobachten wir meine Torpedos. Er taucht ab. Oh, Torpedos. Treffen nichts. Hast du auch gepinkt? Ja. Ah ja, jetzt geht die Torpedos runter, ja. Ja, aber er taucht schneller. Also das mit X, das war wohl nichts. Also, du hast den Berg schwer beschädigt, wo die Insel da ist. Der macht hier wieder Torpedoangriff und die Aale, die schwimmen. Oh, das sieht gut aus, ja. Zwei Treffer, ist wunderbar. Wunderbar, jetzt taucht er auf. Was macht der? Geht doch all in. Das ist so traurig. Ich zerstöre schon drauf. Sagte, ich werde sowas von U-Boot berufen. Ich habe dafür schon einen Kill gemacht, das hast du noch nicht geschafft. Ja, ich glaube, die U-Boote, die müssen sich dann auch definitiv mehr um die Kugelschiffe sich kümmern. Und die Zerstörung müssen sich um die U-Boote kümmern. Das... Ey, hat einen Kill gemacht. Shit, der. Und er schmeißt wieder Aale raus. Aber leider hört man irgendwie kein Schraubengeräusch von den Torpedos. Das ist ein bisschen blöd. Our team has taken the lead. Weil normalerweise hat man das ja früher auch gehört, wenn Torpedos im Wasser sind. So, jetzt ist zwei Treffer. Sind beide reingegangen? Einer. Ich muss sagen, der andere ist irgendwie knapp am Arsch vorbeigegangen. Man hört die Torpedos leider nicht so. Das ist... Pisch. Beide haben getroffen. Hat das U-Boot nicht mehr gesehen, aber man hat die Einschläge gesehen. So, jetzt machst du den Monarchen platt, also Alex besser gesagt. Wo musst du auftauchen? Nee, muss ich nicht, aber muss das nicht. Du weißt schon, unter Wasser bist du schneller, ne? Wirklich? Ja, guck doch mal. Weil das U-Boot war damals unter Wasser auch schneller als über Wasser. Also warte mal. Ich muss jetzt erstmal dahinter kommen. Außerdem meine Batterie muss ich aufladen. Der graue Seelwolf hier. Wenn ich mein Zeit. Ja, eigentlich brauchen wir das wie. Wie bei World of Tanks, da kann man sich das eigene Logo, Clan-Logo ja drauf machen, ne? Das müssten man ja so, ja, bei den Panzern anpassen und dann da so ein Schwertfisch drauf. Ja, und da könnte man eigentlich doch bei Schiffen auch mal einfügen, oder? Finde ich cool.
Also, nett, Weg das hier, ne? Ihr wisst ja, was wir verbessern können, ne? Wenn Wok das schafft, das schafft ihr es ja bestimmt auch. Ja, Mann. Glaub, die Hammel wird schneller sein als du. Weil der Monarch hat sich ja festgefahren, du könntest den Pins abwerfen jetzt, du triffst deinen Arsch. Jetzt warte. Anscheinend Palla, stop, please! Da hat der jetzt alle Fische rausgeschmissen. Und die Aare, die laufen. Und trifft der, die Hallert noch vorher. ja. Alle gehen in die Hallert rein. Geil. Das ist so ein Arschloch, der wollte sich bloß den Kill sichern, ne? Ja, gleich melden hier, ne? Der wird auch gemeldet. Der hat drauf gewartet, der wollte sich den Kill sichern, das ist so ein Pisser, echt. Ja, definitiv, gebe ich dir recht, der wollte er unbedingt machen, ja. Hanna, das ist playing unfähig. Also, das ist nicht nett von dir gewesen. Nee, Hanna. Ja, gebe ich dir recht, das ist unwürdig. Drei Containers? Oh, drei Containers. Alle öffnen. Und Container sammeln. Ah, versuchen wir mal Glück heute. Wollen wir jetzt normal machen? Ne, eine Runde meinem Zerstörer, da können wir normal machen. Okay, dann mach ich noch. Boden. Diese nehme ich das deutsche. Ah, nee, nicht bereit. Wie Container. In die Z. Ja, nehme ich auch. Das habe ich auch vorgehabt. Morgen kommt die nächste Detektive, ne? Ja. Ich dachte, die werde morgen schon da sein, aber... Ist das mein Zerstörerkapitän gewesen? War nicht auf 21, als ich geskillt? Hm. Nee, ist echt mein Zerstörerkapitän. Dachte, wäre ich auf 21 gewesen. Okay, dann ist es halt so. So, mal warten. Weißt du, was mich wieder an dem Werft-Event so ein bisschen stört? Jetzt kommt's. Dass das so ewig lang dauert. Ja, sag mal so. Jetzt dauert das halt, ne? Aber gibt's halt, ne, wie die Aufgaben, die sind schwieriger sind, dann dauert es wieder länger. Also, bis sie durch hast. Du weißt doch, die ersten gehen immer schnell durch. Sind nicht schwierig, die sind einfach bloß lästig. Lang. So, weißt du, ist einfach die Menge da, wo da drin ist. So schwierig sind die gar nicht. Ja. Dann stehen halt da Sachen drin wie sammle 40.000 Basis-EP und dann... Ja, okay, das könnte ja gleich länger dauern, ne? Das könnte eventuell länger dauern. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen besser anstellen. Hast ja auch Hydro. Lass durch die Mitte fahren. Meinst du, die Bots sind so scheiße, fahren durch die Mitte durch? Wollen wir durch die Mitte fahren? Ich fahr durch die Mitte. Boah, ich mach das einfach mal. Aber vor mir können U-Boot sein. Ja, fahren wir einfach geradeaus durch. Ich glaube, okay. Bei mir dauert das eh viel zu lang. Das ist mein deutscher Zerstörer. Nachladezeit Torpedos 58,5 Sekunden. So liebe ich das. Ja, Mann. Alle Mann auf Gefechtsstation. Maschinenboost aktiviert. Aber das mit den, mit der Hupe da von U-Boot, das finde ich ein bisschen scheiße. Ein bisschen anders machen können. Was mit der was? Mit der Hupe von U-Boot. Das hört sich so elektronisch an. Da ging es. Ja, hört sich so elektronisch an. Finde ich nicht. Hört sich nach einem Alarm an. Achtung, die Briten kommen. Flugzeug. Ah,
Ja, meine Katzen meckern jetzt schon rum, das dauert noch ein bisschen. Wen fährst du denn eigentlich jetzt? Der schmeißt aber hier oben. Der schmeißt schön viel Wasser raus. Da bin ich unter Wasser wirklich schneller. Wenn du so ein feindliches U-Boot unter dir hast, das ist auch weg. Der ballert fast 30 Sekunden die ganzen Bomben hier runter. Dann hat er gerade sich abgerotzt hier. Dauert noch 10 Sekunden, dass die nächste Bomben geladen. Das ist so geil. Jetzt fahre ich fast 30 Knoten hier. Hab doch gesagt, unter Wasser bist du schneller. Aber trotzdem bin ich immer noch schneller als du. Ich fahre jetzt hier mit 40 Knoten. Und das ohne Signal, ne? Ich fahre jetzt 40,4. Maschinenboost deaktiviert. Ich höre deine Bomben. Kann das denn sein, dass du die hörst? Weiß ich nicht. Du wackelst das bei dem U-Boot unten? Nee. Guck mal, die feindliche Lightning ist in die Mitte gefahren. Wo ein U-Boot lang fährt von uns. Oh nee, guck mal, die fahren. Oh nee, die U-Boote fahren durch die Mitte durch. Scheiße, wir sind bloß auch durch die Mitte gefahren. Das ist so nah, Ding neutralisiert, das ist hier los, ich hab noch nicht mal getroffen. Ja, das können wir jetzt auf Erdrücken sehen, neutralisieren. Was? Der ist so ein Flachschiff, glaub ich. Ja, nein, wenn du allgemein, wenn du auf Kameraturen klickst, dann können wir das auch neutralisieren. Ich versuch dir mal, weil die andere Setting getroffen hat. Was einfach. Oder vielleicht brand oder so. Nebelwand gelegt. Unser U-Boot ist tot. Treff die Kakiro nicht. Dem Ping? Ich glaube, ich stehe da ganz komisch in der Berg. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich fahre durch die Mitte durch Jagd-U-Boote da. Alter. Ein Witz. Die Kageo hat sich auch da festgefahren, wie es aussieht. Hat sich da festgefahren. Maschinenboost aktiviert. Oh, da kommt ein feindliches U-Boot. Endlich. Wie lange hast du dafür gebraucht? Die Petro oder Petra, ist es dein Cap drinne? Egal. Das U-Boot ist nicht gesichtet worden. Schwarz oben ab. Da ist es doch. Torpedos voraus. Torpedos voraus. Ja. Was war denn das krass? Das U-Boot war nicht so tief, wie ich dachte. Lach nicht so schäbig. Das ist deprimierend. Hallo Sascha, ich grüße dich. Das bedeutet, ich muss noch eine Runde fahren. Tut mir leid. Okay, warte, ich hol dich. Ich will unbedingt U-Boote versenken mit dem Zerstörer. U-Boot steht da hinter mir. Ja, ja, der hat sich da festgefahren. Nicht mehr. Ist auf 6 Meter. Und ist er. Ich will nur noch ein U-Boot und das ist in Sicht. Eine andere Cap-Seite. Ich glaube, unser Zerstörer holt das raus.
Hoffe, ich kriege die Map gleich nochmal und dann fahre ich mich mit durch. Ach, das feindliche U-Boot ist aufgetaucht sogar. Da ist der Störer, rammst du ihn? Der rammt ihn, ne? Tja. Der hat sogar überlebt. Alles klar, also. Ja, also, das U-Boot-Fahren macht Spaß. Und ich bin überfällig, das macht noch viel mehr Spaß. Und ich möchte gerne jetzt mein U-Boot versenken hier. Kann doch nicht so schwer sein. Ich will doch nur ein U-Boot versenken. Nur ein feindliches U-Boot mit dem Zerstörer. Das ist doch wohl nicht so schwer hier. Und meine Katzen gehen mir langsam auf den Sack hier. Ich habe heute mal mein Handycover abgemacht hier, ne, weil es ein bisschen schmutzig war. Habe das Originale von Samsung hier für mein Handy, ne? Und ich lese hier gerade Made in Dublin. Das hat sogar eine Seriennummer. Das ist Dublin in China. Ne, IE. Ich wusste gar nicht, dass Samsung auch jetzt in Dublin was herstellt. Okay. Vielleicht weil es da billig ist. Dublin? In Irland? Also, kann da ja sein, vielleicht haben die da was Tolles. Oh, weiß ich nicht, also. Das sehe ich gar nicht. Das Ding hat vielleicht gibt's da billige Hüllen. Die Hülle ist geil. Das, wenn ich da mein Handy reinpacke, das erkennt mein Handy sofort, das Cover. Das ist geil. Ist keine 18 Uhr, hör auf zu betteln, Fräulein. Boah. So, okay, das soll jetzt. Ich will nur ein U-Boot jetzt versenken. Nur ein U-Boot, ja? Hast du drei zur Auswahl? Ja. Ach, das wird so langweilig mit dir. Tschüss. Maschinenboost aktiviert. Gibt's denn eigentlich für eine Premium-Tarnung für die U-Boote? Ne, die haben es doch keine. Ja, aber bekommen die dann einfach einen grauen Anstrich oder einen weißen oder so ein bisschen? Na, vermute mal so typisch, bei Deutschen kann ich mir vorstellen, so typisch einen deutschen Anstrich, weißt du? Hm. Ja, die waren ja eigentlich immer nur grau, ne? Ja, genau, man grau, teilweise ein bisschen weiß, so. Sowas. Ja, also, in dem Sinne brauchst du ja keine, weil du bist ja schon so grau. Aber trotzdem würde ich irgendwie eine mitnehmen, sind billig oder so, wegen der ne, Zielen und so, ja. Granaten, weißt du, dass die prozentual ja nicht treffen, alles so. Und Sichtbarkeit. Ja. Der will auch hier Typ 5 ist es hier, weißt du? Ich finde sie so schön. Ja, mit Typ 5 hast du doch generell so Chance, dass sie mit, wenn du aufgetaucht bist, ja nicht mit Granaten dann nicht so gut treffen. Und wegen die treffen mich sowieso. Also. Vor allem im Korb ist es eh egal, Alter. Ja, ja. Also, gewerteten ist es nochmal eine andere Nummer. Kann mich eigentlich Radar aufdecken unter Wasser? Nope. Ha? Nope. Realistisch. Ja klar, Radar kann ich auch unter Wasser aufdecken. Das möchte ich gerne mal sehen. Wieso denn nicht? Meine ganzen Torpedos ausgewichen. Carsten. Hä? Geht gern noch so eine Bordkanone. Ja, stimmt, kriegst du leider nicht, ne? Hey. Ja, gut, wir haben bei den 9, also was das Endschiff hergestellt. Ich glaube, der 8 hatte so eine Bordkanone gehabt. Nee, hat er auch nicht. Halland ist jetzt vielleicht tot, so mein Kopf. Ja, sieht man. Zerstörer versenkt. Oh, eine Wurst. Eine Wurst.
hier a little bit problem. So, wo ist das andere U-Boot? Warum ist es noch nicht entdeckt worden? Das sind drei. Ne, es sind nur zwei U-Boote. Wo sind die denn? Achso, eins ist da in der Mitte. Unser Team hat die Führung übernommen. Das Spannende ist was anderes. Och, die sind da hinten in die U-Boote. Och, komm, Leute. Ich will U-Boote versenken. Komm mal her, Felix. Die will ich versenken. Ja, von mir aus. Aber noch keine Zitadelle gemacht mit denen hier. Ist aber ist aber ärgerlich. Also. Torpedos voraus! Torpedos? Achso, die P. Haha! Die Pedro hat ja Torpedos gehabt, ne? Nevsky? Ja. Ah, ja. Hatte ich jetzt gerade nicht. Oh, Nevsky, wie komme auf die Pedro? Stimmt ja. So, das sind die U-Boote. Das sind meine Leute, ja? Schön die Finger davon. Das sind die U-Boote in Ruhe. Erst wenn ich meine Hupe unter Wasser. Nee, kannst auch nicht hupen unter Wasser. Doch. Ja, geh. Ja, dann machst du halt so ein dieses typische U-Boot. Ach so. Aufhören zu torpen, Felix, ich sehe deine Torpedos. Was? Ja, ja, genau, der erste ist gegen Berg geknallt. Bei dir? Weiß. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht. Maschinenboost deaktiviert. Unser Sieg ist in Sicht. Oh, das ist mein Kill. Das ist mein Kill. Das ist mein Kill. Komm her, du Weichei. Felix? Egal. Das ärgere ich euch hier alle nochmal. Nebelwerfer gestartet. Machen wir noch eine Runde. Hast du noch eine Runde? Ja, du willst doch noch ein U-Boot versenken. Okay, eine absolute Abschlussrunde jetzt im Korbgefecht. Dann ist auch definitiv Feierabend. Dann ist auch definitiv Feierabend. Da gibt es normale Gefechte. Damit wir ein bisschen mehr vernünftig Geld verdienen. Soll ich mal vielleicht die Elbing ausprobieren? Ja! Echt jetzt? Weiß ich nicht. War die schnell? Weiß ich gar nicht mehr. Jetzt soll ich auch mal U-Boote jagen? Kannst du machen. Echt, war die Elbing so schnell? Wie schnell war die in Höchstgeschwindigkeit bei denen? Schreib mal schnell nach. 38 Knoten. Ja, Motorboost hat die leider nicht. Ja. Ach komm.
glaube, ich habe das richtige Schiff zum Zerstörerjagen gefunden. Zu Zerstörerjagen? Ich dachte, du bist U-Boot-Jagen. Oh ja, U-Boot-Jagen, stimmt. Die Smarline hat auch wieder ihre scheiß Werfer vor. Ah, komm, nimm mal die Smarline, ist mir egal. Einfach mal ausprobieren, ne? So, erstmal die ganzen Signale hier rausnehmen. Alles entfernen, alles entfernen, alles entfernen. Na, selbstverständlich mal die gute deutsche Flagge rein, ne? Da kann ich nur eine Flagge machen. Ja, ah, okay. Pass mal auf, jetzt kriegen wir kein U-Boot, das weiß ich jetzt schon. Ja, ne, 51 U-Boote. Okay, wir können doch welche kriegen. Gegen 0. Ja. Am besten ist, wir kriegen nur noch. Wo selbst Bus im Team Bots, die wieso kacke sind. Nee, doch nicht, schade. Wieso wird eigentlich ein Träger hier reingematcht? Oh. Keine Ahnung, das hatte ich vorhin auch schon gehabt. Ach, genau, ich fahre da durch die zwei Inseln durch, da bei C. Irgendwas ich fahre komplett allein. Mal schauen, wer zuerst ein U-Boot kriegt. Okay. Direkt Booster. Du auch? Ja. Nein, nein, wir sind nicht killgeil. Nein, nein. Wer ist schneller von uns beiden? Ja, ich halt. Wie schnell bist du schon? 50 Knoten, 51. Ja, ich bin bei 48. Ich steigere mich noch. 50. Mir doch egal, ob ich für 5 bin. Echt, hast du angezeigt bei dir? Ja. Aha. Oh ja, bei mir auch jetzt, okay. Do not fire at your allies. Bei Kleber ist im Gegner-Ding. Ja, vorhin hatte ja hier auch Kleber einmal zwei Bots ja jeweils bei mir und beim Gegner-Team. Die haben sich ja gegenseitig weggerammt. Ey, scheiße, bei dir ist ja ein U-Boot, das ist unfair. Lass mal tauschen. Ist auch bei dir. Engine Boost deactivated. Ich hab gleich die Fall nicht hier Kleber links und rechts. Ich habe kein Hydro. Elegant durch die Insel hier durch. Und ich habe. Ach stimmt, ich habe noch Radar. So, bitte, Felix. Da für dich was aufgedeckt. Ah, die eine Klebe fährt da lang. Wunderbar, ich habe Ruhe. Wenn das nur so in echt wäre, dass ich die einfach so zusammenschieße. Ich kann einfach denken, dass es ein Presse aus Count ist, weißt du, so ein Anfänger der Spiel. Aber ich habe ja keinen Hydro, ich kann die U-Boote nicht aufdecken. Das ist. Kann auch die U-Boote nicht aufdecken. Das ist so. Aber wird es dann eigentlich so angezeigt, so blub, da ist ein U-Boot. Hat er vor mir nicht angezeigt. Da ist ein U-Boot. Jetzt hier nicht so, eigentlich sollte hier nicht sowas jetzt kommen, dass da was ist. Vor mir. Der taucht ab, der Affe. Oh, haben wir noch getroffen.
Ja, getroffen. Zwei Wasserbomben. Wassereinbruch hat der. Fünf Flugzeuge runtergeholt. Ja. Yeah. Oh, ich bin gepinkt worden von U-Boot. Hey, nee, Junge. Das hast du dir gewünscht, ne? Nee. Problem solved, sir. Engine boost deactivated. Ah, nochmal zwei Zielkörper an. Ach, du Arschloch! Geh doch kacken! Ich hab 12 Treffer. Ich hab 4 Treffer nur. Aber, okay, mehr wollt ihr eigentlich erreichen? Ich habe das feindliche U-Boot auch mit Wasserbomben getroffen, ja? Aber leider konnte ich ja nur vorne abwerfen, da warst du bestimmt im Vorteil, aber... Ne, ich finde vorne aber auch geil, abwerfen. Ja, aber jetzt gerade in der Situation hätte ich auch gerne gewünscht, dass er über die Seiten abwerfen tut. Weil ich musste, ich dachte, ich wäre schon weit genug rum, aber hat er vorne abgeworfen und da sind die meisten ja daneben gegangen bei ihm. Ich würde sagen, nach der Runde machen wir es aber normal weiter. Ja, definitiv. Weil auf die Dauer ist es hier. Ja, auf der Dauer ist es ein bisschen öde. Flugabwehr-Experte, woo! So, du gehst auf dem Armträger los, ne? Das ist doch ein little bit unfair. Warum unfair? Der kann mich doch auch angreifen. Das stimmt allerdings. Gut, mich kann er nicht so schnell angreifen, da hast du recht. Engine boost activated. Jetzt ergreift lieber die Mino an. Nee, doch nicht, oder? Nee, jetzt bist du dran, das sieht man. Trifft mich nicht, ich kann ja auch geradeaus einfach weiterfahren. Tritt das an, der trifft mich halt wirklich nicht. Ich muss sagen, gleich mal der bei dir eine Dito, der lache ich aber. Aber noch so gut getroffen mit der Batterie jetzt hier. So, das feindliche U-Boot ist da lang gefahren. Alles klar. Was würde ich jetzt alles geben für Hydro? Engine boost deactivated. Wenn es immer noch so lustig ist, die Clip Air teilweise schneller ist als von hier als Italiener Torpedos. Ja, das stimmt. Torpedoes direct front. Stell dir vor, die Air fliegen wir so. Torpedoes direct front. Oh, ich weiß mal so gut. Das ist scheiße, lade schnell nach die Bomben. Komm. Der ist ja wohl direkt vor mir. Irgendwo hier eiert der rum. Du hast die mit platt gemacht. Du hast es nicht geschafft. Ich hab die Arbeit gemacht. Ja. So, irgendwas bräuchte ich mal. Okay. Ich spiele eine normale Runde. Jo. Ach, hätte ich mir gerade nicht rum. Na, okay. Ich glaube, mit Hydro hätte ich den Deutschen gehabt. Das Hydro hätte mir geholfen. Aber man kann nicht alles haben. Also, mir machen die U-Boote Spaß. Und was ist dein Fazit? Finde sie lustig, aber ich glaube, in Gewerteten werden sie noch lustiger. Ja, anspruchsvoller auch.